mein Traum oder meine Vision ist es schon, dass wir als Gesellschaft uns auch weiterentwickeln und so, wo es auch irgendwo Phasen gab, wo wir geglaubt haben, wir stehen im Mittelpunkt des Universums, haben dann irgendwann gemerkt, nee, ist nicht so. Da ist die Sonne und wir sind eigentlich mehr am Rande. Vielleicht ist es auch so ein bisschen mit dem Geld. Es steht im Moment sehr im Mittelpunkt unseres Lebens. Heute macht sich Raphael zusammen mit seinem Kumpel Daniel auf den Weg zur örtlichen Bäckerei. Sie wollen für Foodsharing Lebensmittel retten, die sonst im Müll landen würden. Also wir haben jetzt Foodsharing sehr schön aufgebaut hier im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben über 11.000 Foodsaver, die wirklich aktiv Lebensmittel retten. Ja, rund 10.000 Kilo jeden Tag bei über 2.000 Betrieben. Und es funktioniert sehr schön. Wir sind da sehr dankbar, dass so viele Menschen sich ehrenamtlich einbringen. Also nicht nur die Abholenden machen das freiwillig, sondern auch die Leute, die programmieren, die designen, die gesamte Organisation übernehmen. Das ist ja auch eine riesen Koordinierung, dass das alles reibungslos abläuft und dass da so viele Menschen sich einbringen, weil sie dahinter stehen. Das sind ja, um die 20 Millionen Tonnen allein, die jeden Tag, die jedes Jahr vernichtet werden. Und es ist einfach sehr traurig bei über 800 Millionen Menschen, die hungern. Also das ist über ein Achtel der Weltbevölkerung, die wirklich jeden Tag aufwachen und eine der Hauptmissionen ist zu überleben, irgendwie genügend Essen zu bekommen. Und wir haben halt in Europa einen sehr großen Überfluss und auch in anderen Teilen der Welt. Und ich glaube, da können wir alle was gegen tun, indem wir ein bisschen achtsamer konsumieren und eben aber auch mit Foodsharing Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren. Früher hat Raphael noch teilweise illegal Lebensmittel aus Mülltonnen geholt. Seit 2012 rettet er legal im Rahmen von Foodsharing. Bei Foodsharing kann jeder mitmachen. Hat man sich dort angemeldet, kann man überschüssige Lebensmittel mit der Community teilen und abholen. Über ein Upgrade kann man Foodsaver werden und auch, wie Raphael, von Betrieben Lebensmittel retten. Das meiste verteilen wir eigentlich hier in Bissingen, entweder an Flüchtlingsfamilien oder hier gibt es auch ja, ein kleines altes Gasthaus, wo auch 20 jüngere Menschen drin leben, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Super. Also, guck mal, genau, tu hier rein. Kannst hier rein tun. Hallo. Klar, wenn du auf den Berg hochgehen willst, der allerschwierigste Schritt ist der erste, loszugehen. Und ich glaube, diese Message so rüberzubringen, also dass jeder Mensch wirklich die Kraft hat, die Welt zu verändern und die Möglichkeit. Und jederzeit, mit jeder Tat, aber auch, würde ich sogar sagen, mit unseren Gedanken haben wir sehr viel Einfluss auf die Welt und den sollten wir nutzen und uns letztendlich ja auch dieser Kraft bewusst sein und dieser Verantwortung, die wir tragen für unsere Mitmenschen, für zukünftige Generationen und für alle anderen Lebewesen, mit denen wir den Planeten teilen. Wir sind die Kraft, die Veränderung schafft. Wir sind der Lebenssaft unserer Gesellschaft. Wir sind die, die am Start sind, wenn's um alles geht. Wir sind die, die vorwärts gehen, wenn alles stillsteht.